guten Morgen miteinander und willkommen zurück zu unserer HCD-Karriere. Als allererstes gerade, wenn du auch mal möchtest, live dabei sein, wie in so einem Video live aufnehmen, dann folge mir doch auf Twitch. Erster Link ist unten in der Videobeschreibung. Aber natürlich freue ich mich auch, dass du jetzt hier das Video hier reinziehst, damit du auch keine weiteren Videos verpasst. Sehr gerne meinen Channel kostenlos abonnieren und am besten auch gerade noch das Glöckchen aktivieren. So, nach dieser kleinen Eigenwerbung starten wir direkt rein in die heutige Folge. Wir haben wieder zwei Live-Matches, richtig geile Matches stehen an und ich will gar nicht länger darum herumlabern, sondern wir starten jetzt rein. Los geht's! Und somit herzlich willkommen zu unserem allerersten Spiel von heute. HCD gegen der HC Amri Piotta. Sehr schön, Bulli wird gewonnen. Scheiben verlieren wir aber nicht gerade. Nein, wir werden jetzt hoffentlich gerade den ersten Angriff nicht machen. Nein. Oh, nein. Scheiße. Drei. Oh, schön sehen. Fuck, ich weiß nicht. Hey, ich weiß nicht, was machen. Ich bin jetzt gerade ein bisschen. Wie sagt man? Ein bisschen von der Spur. Jawohl, die Scheibe haben wir, jetzt kommt der Pass und es kommt das Goal. Ich bin zwar ein bisschen neben der Show, aber so eine Chance lohne ich mir nicht entgehen und somit führen wir jetzt mit 1 zu 0. So schön, dass 1 zu 0 ist, so scheiße ist es, dass wir jetzt hier in Unterzahl spielen müssen. Aber der Sen macht das sauber und auch der Abpraller. Jetzt das Goal in Unterzahl mit dem Corvi, wo der Pass zurückgespielt, jawohl. Nigren gibt noch einen Scheißschuss ab. Oh, nein, 3-3-3. Ach, Sen, sauber. Oh, jetzt sind wir nicht in der Richtung, nein. Oh, jawohl. Und jetzt der Pass und jetzt der Schuss. Und der Goalie pariert das. Jawohl. So, da hinten, quer über. Und jetzt kommt der Schuss auf der Goalie. Was für ein Pastafette! Und am Schluss verwertet der Corvi zum wunderprächtigen 2 zu 0. Ja, und jetzt rechts runter und da kommt der Schuss! Ach, schlechter Schuss von mir. So, jetzt ein Powerplay spielen. Wir lassen das aber nicht lang. Wir machen direkt den Schuss in der Fanghätsche vom Goalie. Komm, Böhle. Komm. Sauberer Pass. Brome, komm! Jawohl! Brome! Mit dem 3 zu 0 im Powerplay. Ich habe es doch gesagt, wir machen die Kiste im Powerplay. Und da ist sie auch. So, jetzt gibt es hoffentlich den ersten Angriff von uns im letzten Drittel. Jawohl, Schuss und in der Fanghändchen. Wieso hat das Goal? Hey, wir brauchen einen Shoutout für den Sen. Wir holen uns den Shoutout für den Sen. Komm rein, jawohl! Komm schon, du bist schneller, yes! Und der Goal noch verarscht. Wir erzielen es 4 zu 0. Ey. Mit einer Top-Verteidigung und langsam sind wir auch im Sturm wieder richtig effizient. Nein. Schön dazwischen. Ja, schön hinten verteidigt. Und jetzt wieder schön vorne ein Goal machen. Nein, ihr pariert es. Oh nein. Wow, was für ein Save vom Sen. Ey. Goal in Überzahl geschossen und jetzt hat das Goal in Unterzahl. Oh mein Gott, wirklich. Der Schuss geht rein. Der Babyschuss ist reingegangen. Hey, und wir haben eine weitere Kiste erzielt. Und das mal sogar in Unterzahl. Ich hätte ja an sich einen Shoutout wählen, aber jetzt müssen wir 5 gegen 3 spielen. Hey, das wird schwer. Das wird verdammt schwer. Ah, und da ist es passiert. Kein Shoutout für den Sen, weil ich so dumm bin und 2 Strafen nacheinander kassiert habe. Fuck, Eiga. Fehler führen zu dem Goal. Hey, einfach nur schlecht von mir. Ja, was geht da ab? Was war das jetzt gewesen? Der Staub, was hat der für einen Brenner drauf? Ich denke, ja, gar nicht mal durch, drücke ein bisschen und dann mache ich einen Slapshot. Und der Slapshot ist einfach zu präzise gewesen, du. Nein, nicht noch einmal ein Goal kassieren. Wir schaffen das. Auch wenn wir ein Goal kassieren, wir schaffen das. 6 zu 1, jawohl. 6 zu 1 gewinnen wir den Match 1 gegen den HC Amri Piotta, du. Richtig geil. Und wir gehen gerade sofort in den nächsten Match rein. Den Schwung müssen wir einfach direkt mitnehmen. Und da sind wir. Match Nummer 2. Unser Gegner heisst ZSC Lions. Ja, das ist schon eine richtige Kultpaarung, die wir hier haben. Oh, zum Glück hätte der Chiba nicht mitnehmen können.
Und jetzt mit dem Schwung vom ersten Match gehen wir da rein. Jawohl, und jetzt der Querpass und er fängt sie an. Das wäre so ein schönes 1-0 gewesen. Oh, guter Pass. Guter Pass. Und jetzt noch guter. Nein, das war ein schlechter Schuss gewesen. Aber der nächste Schuss, der folgt auch scheiße. Jawohl, 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 jawohl! Yes, was für eine Kiste, schön der Ablenker vor dem Goal, wo zum 1-0 führt, yes! So, schön konzentrieren im gegnerischen Drittel. Chiba laufen lassen und Goal nicht machen, nein! Ja! Jawohl, Ambühl mit dem 2-0. Einfach wieder schön konzentriert. Und die Passstaffette haben wir schon im ersten Match gehabt. Und die kann wirklich sehr gut funktionieren, habe ich hier gerade festgestellt. So, jetzt sind wir positioniert. Jetzt könnte die gleiche Passstaffette je nachdem klappen. Und sie klappt! Sie klappt! Das 3-0. Wir haben etwas Neues herausgefunden in NHL 22. Für mich, wie es aussieht, der ultimative Trick zum Goalschießen. So geil! So, wir gehen rein ins gegnerische Drittel. Zack, geben wir den Pass da. Oh nein, doch nicht. Aber wir haben jetzt doch noch die Scheibe. Komm, Pass über. Und jetzt da rein und das Goal. Nein, der Pfosten getroffen. Ja, wenn man das Goal nicht trifft, dann klappt auch die neue Wunderwaffe von uns nicht. Komm rein. Jawohl, jawohl! Corvi, 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 Corvi. Zack, Pam und schlecht gemacht, schlecht gemacht, schlecht gemacht. Nein, kein Goal. Nein, nein, wir machen einen Shoutout. Wir machen das mal einen Shoutout. Böhli, wir gehen wieder über. Wir sind da. Wir passen da hinten, warten, kommt keiner mit und darum verlieren wir die Scheibe. Gibt es ein 1 gegen 1 vom Andrejto gegen den Sen und der Sen ist der Gewinner. Yes! So, wir konzentrieren uns jetzt mal wieder bei einem Angriff. Das wird uns den Erfolg bringen. Zack und Schuss, daneben doch kein Erfolg. Also für all die jetzt nicht live im Stream dabei sind, sondern das Video gesehen, ich kriege nichts mehr gegen Führer her, aber wenigstens heben wir aktuell noch zu Null. Und jetzt gibt es den nächsten Angriff. Sehr gut, wir probieren da unsere neue Wunderwaffen aus. Zack, und ja, da sind so viele Leute in der Mitte gewesen. Das kann so nicht klappen. Und wenn du noch mehr Sachen willst sehen, die bei mir oft nicht klappen, wie ein Shoutout, wo... Oh nein, der Gott... Oh. Hey, zum Glück zählt das nicht. Ich würde sagen, wie unser Shoutout auch nicht stand kommt, aber wie es aussieht, kommt er doch stand, weil der Schiri das Goal aberkennen wird. Und so ist es auch gewesen. Aber wir müssen natürlich gleich noch verteidigen, sonst gibt es ein gleiches Goal. Aber wie gesagt, wenn du möchtest schon mal dabei sein, live, wie andere Sachen von mir auch nicht klappen, dann folg mir auf Twitch. Erster Link unten in der Videobeschreibung. Und ich will an sich meine neue Superwaffen anbringen, aber das will einfach nicht. Nein, ah, scheiße, konzentriere dich. Schön sehen. Wir kriegen kein Goal mehr her im letzten Drittel. Aber wir werden auch keins kassieren. Sehen pariert, wunderprächtig. Und da ist der zweite Sieg von dieser Folge gegen den ZSC. Und was für ein historischer Sieg das auch ist. Denn es ist unser allererster Shoutout in dieser Saison mit dem HCD. Wenn das in den Daumen nach oben verdient, das Video durch das und durch natürlich unsere neue Heimwaffe, die wir hier entdeckt haben. HCD, neue Game Heimwaffe, führt zu zwei erfolgreichen Matches, die wir haben können für uns entscheiden. Und ja, ich habe keine Ahnung, was ich mehr sagen soll, außer Dankeschön. Und ich hoffe, dir hat das Ganze gefallen. Wenn es falsch ist, lass mich doch das mit meinen entsprechenden Kommentaren auch noch wissen. Ich bin jetzt draußen und wünsche dir somit einen schönen Tag, einen schönen Abend und einen schönen Morgen. Ciao!